Sie lebte ein luxuriöses Leben mit einem von Australiens größten Drogenherstellern, bis sie für 3 Jahre ins Gefängnis kam. Hier sind 9 Fakten über Charlotte Lindström, ein Model, welche zur Kriminellen wurde. Nummer 9. Wer ist Charlotte Lindström? Laut einigen neuen Berichten lebt Charlotte Lindström ein stilles Leben in Schweden, in ihrem Heimatland. Andere Quellen behaupten, dass sie ihren Namen änderte und immer noch Morddrohungen aufgrund von ihrem früheren Leben bekommen würde. Seit 2007 ist ihre Geschichte in den Medien in Australien sowie auch in Skandinavien. Der Grund dafür ist die Beziehung mit dem Ecstasy-Drogenboss Steven Spaliviero und der Weg, den sie dazu brachte, wegen Verschwörung zum Mord angeklagt zu werden. Der Skandal, der folgte, führte dazu, dass ihre Liebesgeschichte Schlagzeilen auf der ganzen Welt machte und brachte Lindström dazu, gegen Spaliviero auszusagen, während sie hinter Gittern fast ihrer Schwäche erlag. Nummer 8. Wer ist Steven Spaliviero? Die Geschichte des Sohnes einer vorstädtischen Migrantenfamilie, Steven Spaliviero, verbreitete sich in den späten 80ern. Zu dieser Zeit bekam der junge italienisch-australische Mann, der ein Händchen für Maschinenbau hatte, einen Job in Los Angeles, bei welchem er Luxuswagen reparierte. Er wurde im Jahr 1989 verhaftet, da er einen gestohlenen Porsche fuhr, und wurde dann ins Avenel-Staatsgefängnis gebracht. Von diesem Zeitpunkt an führte er das Leben der Hit-Fernsehshow Breaking Bad. Während er in Avenel war, lernte Spaliviero einen holländischen Chemieingenieur namens Igor kennen. Zu Beginn lehrte Igor Spaliviero, wie man die Gangmesserstechereien am Gefängnishof überlebt. Aber mit der Zeit entlüftete Igor, dass er begann, Ecstasy zu kochen, nachdem seine Frau an Krebs starb. Er tat dies Berichten zufolge, um sich um seine Tochter Emily zu kümmern, die mit Zerebralparese diagnostiziert wurde. Igor kam ins Gefängnis, nachdem die DEA seine Türe eintrat und ihn auffand, als er 90 Kilogramm der Droge kochte. Nachdem Igors Schwester ihm sagte, dass sie sich nicht mehr länger um Emily kümmern könnte, machte er einen Pakt mit Spaliviero. Igor zeigte ihm, wie man Drogen herstellte und verkaufte. Und als Gegenleistung musste Spaliviero sich mit dem Geld, welches er machte, um Emily kümmern. In den nächsten 18 Monaten wurde Spaliviero zu Igors Schüler und lernte, wie man Ecstasy aus Drogenausgangsstoffen wie Pseudoephedrin erstellte. Als er wieder nach Australien kam, war er kein Autodieb mehr, vielmehr ein Ecstasy-Koch, der sein Wissen anwenden wollte. Nummer 7. Geburt eines Ecstasy-Drogenkönigs. Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, verwendete Spaliviero das, was er lernte, um zu einem Drogenkönig heranzuwachsen. Er hielt sein Versprechen ein und kümmerte sich um Igors Tochter und sendete so regelmäßig Geld an seine Schwester. Spaliviero war ein guter Koch, der ein riesiges Reaktionsgefäß baute, welches verwendet wurde, um unglaubliche Mengen an purem Ecstasy herzustellen. Sein Geschäft kam schnell ins Laufen, nachdem er lernte, wie man Pillen herstellte, was er von einem unwissentlichen, legalen Vitaminproduzenten lernte, den er in Amsterdam durch Igors Schwester kennenlernte. Er baute einen neuen Behälter, kaufte Tablettenpuder und presste 7500 Tabletten pro Minute. Im Jahr 2001 hatte er bereits schon 23 Millionen Dollar an Profit. Der Fakt, dass sein Geschäft so schnell wuchs, ohne dass es bemerkt wurde, führte ihn zu dem Glauben, unantastbar zu sein. Laut ihm verliebte er sich in das Adrenalin. Das größte Highlight ereignete sich jedoch, als Igor aus dem Gefängnis kam. Er bat Spaliviero, ihn in Shanghai zu treffen, wo eine chinesische Firma 550 Tonnen des chemischen Vorproduktes teilen wollte. Als er im Warenhaus ankam, sagte Spaliviero, dass er sich wie der Junge in Willy Wonka und die Schokoladenfabrik fühlte. Er und Igor kalkulierten die Menge und kamen zu dem Entschluss, dass sie daraus 3,5 Milliarden Tabletten machen können und dadurch 21 Milliarden Dollar an Profit erlangen können. Der Großteil der Chemikalien wurde von Igor in die Schweiz gebracht, aber Spaliviero schaffte es, genügend nach Australien zu bringen, um 11 Tonnen an Ecstasy herzustellen. Er sendete Millionen von Dollar nach China, indem er das Geld in Schaumstoffkisten mit lebendigen Hummern versteckte. Als Charlotte Lindström Teil von Spaliviros Welt wurde, war er bereits schon einer der größten Ecstasy-Hersteller seiner Zeit. Nummer 6. Wie lernten sich Lindström und Spaliviero kennen? Im Jahr 2002 besaß Spaliviero einen Club in Sydney, welcher Minx hieß.
durch welchen er sein Drogengeld gewaschen hatte. Zu dieser Zeit war Lindström eine Reisende aus Schweden, die als Teilzeitmodel arbeitete und Hostess eines exklusiven Nachtclubs in Sydney war. Sie traf Spaliviero im Alter von 18 Jahren im Jahr 2003, während eines Vorstellungsgesprächs für einen Job im Minx Club. Ihre Romanze startete schnell, aber es dauerte nicht lange, bis Lindström herausfand, dass ihr Freund ein großer Drogenhersteller war. Aber das war kein Hindernis ihres gemeinsamen Lebens, was sehr luxuriös war. Nummer 5. Das Leben im Luxus. Mit Spaliviero an ihrer Seite lebte Lindström ein glamouröses Leben mit schnellen Autos und extravaganten Yachtpartys. Sie lebten am Ufer eines 3 Millionen Dollar Grundstückes, welches mit chinesischen Antiquitäten dekoriert war. In diesem Zuhause fanden einige Partys statt, bei welchen sie Punsch mit Ecstasy servierten. Als Model liebte Lindström Designerkleider und teuren Schmuck, und Spaliviero sparte an nichts, um sie glücklich zu machen. In ihren Gefängnisbriefen nahmen beide Bezug an dem Märchenleben, welches sie gemeinsam leben wollten. Aber deren Lebensstil wurde von Spalivieros Drogenoperationen gefördert, welche schon bald zu einer starken Untersuchung führten. Nummer 4. Ende des Märchens. Im Jahr 2005 wurde eine von Spaliviros Lieferungen durchsucht und alles wurde ihm genommen. Dann wurde er auch noch mit der Verbindung in Drogenverbreitung belastet. Während er auf Kaution freigelassen wurde, versuchte er, eine letzte Drogenlieferung durchzubringen. Es handelte sich um eine halbe Tonne an Chemikalien, welche zu einem Ecstasy-Berg von einem Meter führen würde. Der Prozess war zu viel für die Reaktionsgefäße und so brach ein Feuer in seiner Riverstone-Fabrik in der Vorstadt von Sydney aus. Als er in Panik aus der Firma rannte, ließ er einen wichtigen Hinweis zurück, nämlich seine Louis Vuitton-Sneaker. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Behörden bereits schon Ohren in seinem Haus und in seinem Auto. Sie hatten auch zwei Augenzeugen. Spaliviero wurde verhaftet, aber nur mit den Überresten in der Riverstone-Fabrik belastet, wobei es sich um 45 Kilogramm Ecstasy handelte. Nummer 3. Auftragsmörder. Der Auftragsmördervertrag repräsentiert Lindströms Wandlung vom Model zur Kriminellen. Die Aussagen der zwei Augenzeugen hatten scheinbar das Potenzial, Spaliviero lebenslänglich hinter Gitter zu bringen. Während Spaliviero im Metropolitan Remand and Reception Center war, traf er scheinbar einen weiteren Insassen, der ihm das Angebot machte, die Augenzeugen zu töten. Aber um einen großen Preis. Er rief Lindström aus dem Gefängnis an und sagte ihr, dass sie sich mit dem Auftragsmörder treffen sollte und ihn bezahlen sollte, um seine Probleme loszuwerden. Sie machten einen Preis aus, ca. 82.000 Dollar pro Mord. Es wurde der Polizei berichtet, dass die Leben der Zeugen in Gefahr waren, aber zu diesem Zeitpunkt wurde Lindström bereits schon überwacht. Der Auftragsmörder, mit dem sie sich im Mai 2007 traf, war eigentlich ein Undercover-Polizist. Wie von einigen Überwachungskameras aufgezeichnet wurde, wurde Lindström am 26. Mai wegen Vermutung auf Mord verhaftet. Sie war die einzige, die aus diesem Grund angeklagt wurde, da Spaliviros Anwälte darauf bestanden haben, dass sie aus Liebe handelte. Spaliviero genauso wie zwei weitere wurden nicht schuldig aufgrund von dieser Anklage gesprochen. Seit dem Vertrag des Auftragsmörders sind die Meinungen der Öffentlichkeit gemischt. Manche, wie auch ein Richter in dem Fall, sagte, dass Lindström naiv war, dass sie die Beziehung romantisierte und sie von Spaliviero manipuliert wurde. Andere glauben, dass sie über sein Geschäft Bescheid wusste und kaltblütig agierte und genau wusste, was sie tat. Nummer 2. Lindström sagt gegen Spaliviero aus. Im Gefängnis hatte Lindström kein leichtes Leben. Eine schöne Frau, die ungewollt die Aufmerksamkeit anderer Insassen bekam. Sie entwickelte Anorexie hinter Gittern und wurde immer schwächer. Sie ging schlussendlich einen Deal ein, um gegen Spaliviero in seinem Drogenprozess auszusagen. Und dafür bekam sie eine verkürzte Haftstrafe. In einem der Briefe, die sie ihm im Gefängnis schrieb, sagte Lindström, ich versuchte dich aus meinem Leben zu streichen. Aber ich kann es einfach nicht. Die Wahrheit ist, ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele. Aber die einzige Person, die mir nun helfen kann, bin ich selbst.
Ich bin nicht bereit dazu, 5 bis 8 Jahre im Gefängnis zu verbringen, aufgrund von etwas, das ich für Liebe tat. Sie machte sich auch Sorgen um ihre Sicherheit, da sie Berichten zufolge Morddrohungen bekam. Bilder, die in die Schlagzeilen auf der ganzen Welt im Jahr 2009 kamen, zeigten Lindström bei Spalivieros Prozess, wie sie eine kugelsichere Weste anhatte und nur noch etwa 36 Kilogramm wog. Nummer 1. Das Leben danach. Spaliviero und Lindström waren immer noch verliebt, als sie ins Gefängnis kamen und schrieben sich auch weiterhin Briefe. Aber das hielt nicht lange an, da Lindström am 25. Mai 2010 auf Bewährung entlassen wurde. Dafür, dass sie versuchte, Menschen umbringen zu lassen, saß sie nur 3 Jahre lang im Gefängnis. Am darauffolgenden Tag wurde sie nach Schweden gebracht, wo sie unter einer neuen Identität lebt. Das einst liebende Paar brach den Kontakt ab. Spaliviero schrieb 2 Bücher, während er im Gefängnis saß. Und eines von diesen war ein Memoir mit dem Titel Pills of God, welches Lindström gewidmet wurde. Das zweite Buch hieß Narco X und beschreibt, wie er zu einem Ecstasy-Drogenkönig wurde, dass sein Leben jenes der Charaktere Walter White widerspiegelte und dass die Chemikalien, die verwendet werden, um Ecstasy herzustellen, viel gefährlicher seien als jene für Methamphetamin. Für seine Drogenaktionen saß er 11 Jahre lang im Gefängnis und wurde im Jahr 2017 freigelassen. Laut Berichten ließ er seine Finger von Drogen. Er baute sich auch ein Leben mit seiner neuen Freundin, dem Model Chelsea Coates, auf, die er auf Tinder kennenlernte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Glaubst du, dass Charlotte Lindström länger im Gefängnis hätte sitzen sollen? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.